Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 22. März 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Unserem Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Waage. Mond hat eine zunehmende Mondphase und bewegt sich im Grenzbereich zwischen Stier und die Tierkreiszeichen Zwillinge. Baten Kaitos bestrahlt die Sonnenbewegung, die scheinbare Bewegung der Sonne, und diesem Stern Baten Kaitos befindet sich im Sternbild Walfisch. Übersetzt heißt es, erzwungene Ereignisse oder jemand versucht, uns auf etwas erzwingen oder befehlen. Die Aufgabe ist ein klares Nein dazu. Also wir sollen heute widersprechen. Mond hat auch Einflüsse von Hyaden und Plejaden. Das sind die Geschwister, die Hyaden und die Plejaden. Die sind die Töchter von Atlas. Prima Hyadum bestrahlt die Mondbewegung, gehört zu den Hyaden. Und das ist die Schwesterliebe. Und Alkyone bestrahlt auch die heutige Mondbewegung. Alkyone befindet sich bei den Plejaden und heißt übersetzt die Königin, der die Bösen stürzt. Also wir sollen widersprechen, erkennen die Gefahren und dazu ein klares Nein dazu. Und weil hier um Geschwister handelt, natürlich zeigt das auch die Schwesterliebe. Aldebaran bestrahlt auch die heutige Mondbewegung und Aldebaran ist eine von den königlichen Sternen. So haben die alten persischen Astronomen bestimmt etwa 3000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Aldebaran ist die Auge des Stieres, etwas klar und deutlich sehen und erkennen. Übersetzt heißt auch dieser Stern die Wegweiser, der Seher, der Wegweiser. Also wir sollen die Richtung bestimmen und die Richtung schauen, wo wir gehen wollen. Das sind die Einflüsse von außen. Was wichtig ist noch für den heutigen Tag, Merkur ist im Stillstand und das wirkt auf die Gespräche. Das heißt, wenn wir Erwartungen haben und warten wir auf eine Nachricht, das ist im Stillstand. Heute kommt das nicht, aber bedeutet auch unserem Mund stillhalten. Das heißt, lieber schweigen, sonst führt das zum Missverständnissen. Jetzt schauen wir an, wie wirkt das alles auf den einzelnen Tierkreiszeichen. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen wieder in Osthorizont auf. Und im gleichen Moment geht in Westhorizont unten die Tierkreiszeichen Waage. Für die Wiedergeborenen bedeutet das natürlich ein Aufstieg, sich sichtbar machen, bemerkbar machen oder etwas ins Licht zu bringen. Wichtig ist für die Wiedergeborenen heute schweigen und geduldig sein. Ab morgen ist Merkur rückläufig. Das kann auch bedeuten, dass jemand meldet sich von der Vergangenheit. Ab morgen ist zum Erwarten. Natürlich, eine Rückläufigkeit kann auch auslösen, dass etwas gebremst ist, dass nichts vorangeht bei den Handlungen und bei Gesprächen. Eine gewisse Spannung ist da zwischen Mars und zwischen Sonne. Und diese Spannung löst aus, dass wir Themen haben mit einer älteren männlichen Person. Das kann Vater sein, das kann auch die Chef sein und das trifft die Wiedergeborenen, kann auch die Steinbockgeborenen das treffen. Das spiegelt etwas, auch die Wagengeborenen, sie haben auch diesen Themen
Also es ist auch möglich, dass eine gewisse Spannung ist mit einer älteren männlichen Person. Was die Liebe betrifft, ist auch ein wichtiges Thema, gerade bei den Wiedergeborenen. Aber hier ist wichtig zum Erkennen, etwas loslassen oder von etwas trennen. Entweder die Beziehung beenden, wenn das nicht mehr funktioniert, und offen zu sein für etwas Neues. Oder dieser Loslassen kann auch die Zweifel oder die Ängste bedeuten. Das ist auch eine Herausforderung, gerade bei den Wiedergeborenen. Veränderungen sind möglich, natürlich. Uranus bewegt sich noch bei Tierkreiszeichen wieder und es sorgt für Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtig, die Finanzen in Ordnung zu bringen, aber nichts Neues kaufen, nichts investieren momentan. Für die Stiergeborenen ist auch eine Heilenergie. Das bedeutet, die Lebenskraft ist wieder da. Und für die Stiergeborenen ist auch wichtig, nicht nur die Finanzen und die Werte und Wertschätzung, sondern es ist auch wichtig, wahrgenommen zu werden, Respekt bekommen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen kommt etwas in Bewegung. Aber Mond steht in Verbindung zu Mars und das bedeutet, die Richtung bestimmen, welche Richtung sie ihren Kraft einsetzen. Wenn das zu viel ist, dann kippt die Gleichgewicht und verlieren die Zwillingsgeborenen die innere Kraft, die innere Ruhe. Also konzentriert bleiben, auf die Wesentlichen konzentrieren und da die Kraft einsetzen. Das gilt für die Zwillingsgeborenen, gilt aber auch für die Steinbockgeborenen. Etwas bewegt sich auch in die Liebe-Partnerschaft. Gespräche sind auch zum Erwarten, vielleicht nicht heute, aber in den kommenden Tagen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist eine Heilenergie da, die bereinigen etwas. Aber wichtig ist, auf die Kraft achten. Jetzt nicht versuchen, sich durchzusetzen, sich zu beweisen, sonst verlieren sie zu viel Energie, sondern eher zurückhaltend sein, im Inneren Kraft bleiben, da lieber meditieren, etwas noch in Ordnung bringen, bereinigen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben eine wichtige Aufgabe. Sie suchen ihren Platz im Leben, ihren Berufung, dann auch die Partnerschaft sind auch karmische Lernaufgaben, auch karmische Themen. Gerade ist aktuell die Berufung, aber Liebe Partnerschaft wirkt auch bei den Löwengeborenen und sie haben gerade in diesem Bereich Glück. Und ab morgen ist zum Erwarten, dass jemand meldet sich von Vergangenheit. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren brauchen Sicherheit, Stabilität, Ordnung, nicht nur in die Liebe, Partnerschaft, sondern auch in beruflichen Situationen. Und das ist auch gut, weil das gelingt auch. Eine gewisse Unruhe ist spürbar, aber die Jungfrau geboren sollen momentan etwas zurückhaltend sein und warten, bis Mond im Tierkreiszeichen Krebs ist, dann kommt etwas im Fluss oder kommt die Bestätigung, die Sicherheit, Stabilität im Arbeitsplatz oder die Ruhe im Arbeit. Das ist gerade ein wichtiges Thema. Aber auch die Heilung, die Lebensenergie, die Lebenskraft. Momentan ist eine gewisse innere Unruhe spürbar. Es beruhigt sich, wird besser, wenn Mond übergeht in Tierkreiszeichen Krebs. Die Tierkreiszeichen Waage geboren spiegelt etwas im Leben und das ist die Gespräche, aber bei diesem Stillstand des Merkurs lieber das bleiben lassen heute. Und ab morgen vielleicht die Kontakt suchen zu jemand von Vergangenheit. Das wird eine wichtige Aufgabe sein bei die Waagegeborenen. Und was noch die Liebe spiegelt, das ist die Liebe Partnerschaft. Gefühlen zeigen, Gefühlen annehmen oder Aufmerksamkeit zeigen. Aber heute ist nicht gut zu versuchen, einen klärenden Gespräch zu führen, sondern heute ist ratsam zum Schweigen. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, das können die Waagegeborenen beherzigen.
Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren, auch die Lebenskraft, die Lebensenergie ist da. Aber wichtig ist, dass sie nichts übertreiben. Wenn das zu viel ist, dann verlieren sie die Kraft, verlieren sie die inneren Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Schützen geboren haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Sie haben auch die Kraft und die Mut, sich zu beweisen, auch in beruflichen Situationen. Eine Reise kann auch eine Bedeutung sein oder Kontakte zum Ausland, gerade bei den Schützen geboren. Und in die Liebe, Partnerschaft ist das Glück da. Die Tierkreiszeichen Steinbock geboren stehen in Spannung. Spannung mit einer älteren männlichen Person oder mit der Chef. Dann ist wichtig, in die Liebe Partnerschaft noch aufräumen. Entweder eine Beziehung beenden, weil da bedrückt etwas oder einige Steinbockgeborenen, oder loslassen die Ängste und Zweifel. Wünsche, Sehnsüchte haben die Steinbockgeborenen und es ist wichtig, auch das ernst zu nehmen. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Die Gespräche kommen in die kommenden Tage, heute lieber schweigen. Und bei den Wassermann-Geborenen ist auch möglich, dass jemand Kontakt aufnimmt von Vergangenheit, dass das wieder die Verbindung da ist. Hier bewegt sich die absteigende Mondknoten und das hat mit alter Karma was zu tun und natürlich aktiviert das etwas bei den Wassermann-Geborenen, alten karmischen Erinnerungen oder karmischen Begegnungen. Die Tierkreiszeichen Fischen-Geborenen haben gerade eine Heilenergie und sie haben Glück in die Liebe, Partnerschaft, aber nicht in die Weite suchen, sondern in vertraute Umgebung liegt das Glück. Und die Fischen-Geborenen gelingt etwas zu klären. Und was noch wichtig ist bei den Fischen geboren, auf ihre Träume vertrauen. Und das war mein Tageshoroskop. Wenn Sie noch Fragen haben, besonders was die Alltag betrifft, dazu empfehle ich die Blitzberatungen. Geht auch blitzschnell. Wie funktioniert das? Sie schreiben mir ein E-Mail. Sie können das auch ausführlich schreiben. Ich nehme gerne die Zeit dafür. Und ich beantworte diese E-Mails auch blitzschnell, heißt auch Blitzberatung. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Eine ausführliche Geburtshoroskop-Analyse würde ich auch im Herz legen, weil das beschreibt das ideale Lebensweg. Unsere Seele kennt das auch. Also es ist auch sehr gut und empfehlenswert, auf unsere innere Stimme zu hören. Und bildhaft liegt es alles da, bei einem Geburtshoroskop. Und es ist auch möglich, eine Geburtshoroskop-Analyse zu bestellen. Mein Honorar ist etwas höher, ist auch viel Arbeit, das auch ausarbeiten und vortragen. Mein Honorar beträgt 250 Euro und wenn nach Wunsch können wir auch vereinbaren für eine Ratenzahlung, überhaupt kein Problem. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.